Willkommen zurück zu Arcania. Wir sind bereit. Wir springen nun aus der Höhle heraus. Und wen treffen wir da? Tod. Sie sind tot. Was ist passiert? Die Anbael. Unvorstellbar. Ein Sakrileg. Das Kloster. Es brennt. Die Äbte haben uns nach Tushu geschickt, Hilfe holen. Aber die Anbael, meine Jünger auf der Brücke, alle tot. Bring dich in Sicherheit. Ich kümmere mich um die Anbael. Wie man sieht, die Anbael haben die Brücke zum Einsturz gebracht. Es war kein Troll gewesen, ausnahmsweise. Ich enthalte mich einfach mal. Ich muss zugeben, diese Aufnahme ist jetzt der zweite Versuch. Ich hatte den Endspurt des Hauptspiels quasi schon einmal aufgenommen. Aber, also nach der Endsequenz, also zwischen der Endsequenz und den Credits, da ist mein PC abgeschmiert. Und so sehr, dass er sich gar nicht mehr starten ließ. Da musst du jetzt sogar einen Kumpel dabei gucken, was da nur los ist. Ich will mal hoffen, dass es diesmal klappt. Toi, toi, toi. Jetzt auf dem Weg hier hoch sind nur schwache Viecher zuvor zu finden. Ich hoffe, ihr habt schon fleißig Wetten abgeschlossen, dass ich Level 30 erreiche. Im Hauptspiel. Skelette und Golems und Skelette und Golems und Flaschen und Tüten und Flaschen und Tüten. Um das mal wieder mit einzubringen. Ich bin übrigens so doof. Ich hatte dort das Siegel der Göttin. Durch das die ganze Zeit mich angezogen habe. Alter, so dumm bin doch nur wieder ich. Scheiße. Man darf kein. Also die dürfen keine Nachlässigkeit bei mir entdecken. Ansonsten machen die direkt diesen Erdstoß. Nur so habe ich eine Chance, als wenn ich ihn dauerhaft in die Mangel nehme. Hey, ihr da. Ehemalige Nachtelfenkämpfer. Elfenschurken. Ich bin hier, ja. Hast du auch schon gemerkt, ja? Steine brennen, kein guter Tag im Kloster. Ja.
gebratenes Geflügel. Komisch, und die Musik vom Bluttal ertönt auch. Komisch, dass ich das jetzt erst erwähne. Kriege ich einen Einzelgepult oder? Ich will gar nicht wissen, wo die mich spürt. Und damit habe ich einen Dämon gepult. Was das wäre. Alles, was ich, weil ich wollte, dass der Dämon schnell stirbt, ey. Und dann hat er doch eine Lücke gefunden, indem er mich mal einfach ausnockt. Och, seufz. Blut, Blut. Zwei der drei sind tot. Gerade hier so im Endspurt, da weiß ich, hatte Smarty große Probleme gehabt. Naja gut, weil er seinen Fernkampf nicht maximiert hat von dem Skill. Muss ich dazu sagen. Und Items, da dachte er sowieso alles Schrott. Und hat die gut übersehen. Ziemlich nachlässig, aber was soll's, ey. Nichtsdestotrotz war ein gutes Let's Play von ihm. War auch sehr lustig teilweise. Oder was heißt teilweise? Hab ich schon mal erwähnt, dass ich Smarty LP hier vermisse? Auf YouTube? Naja, aber... Wir können ihn ja schlecht dazu zwingen, dass er wieder anfängt. Oh nein, der Dämon darf keine Sicherheitsmittel bekommen. Sehe ich nicht. Bam, bam, Level 30. Mehr Leben.
speichern besser. Oh, von außen. Da oben los. Huch. Der Auserwählte. Was ist das für ein Loch? Ist Xesha da unten? Der Gang führt zum Versteck der letzten lebenden Anosiri. Xesha wusste, dass wir Selena versteckt halten. Sie hat unsere Schüler ermordet, als Strafe. Wir werden mit der Schuld leben müssen. Wenn jemand schuldig ist, dann Xesha. Ist sie da unten? Ja. Der eine Kopf frisst den anderen. Xesha hätte nie erwachen dürfen. Das Gleichgewicht ist verloren. Dann werde ich es durch Xeshas Tod wiederherstellen. Aus dem Weg! Ja, nur ein bisschen freundlicher, mein Kamerad. Die Göttin hat sich entschieden. Das Ende naht. Das freut dich? Freud und Leid sind illusorisch. Nur der Wille der Göttin ist wirklich. Was ein Humbug. So, Kaldar, mit dem kann ich offensichtlich handeln. Ich will mit dir handeln. Eigentlich sind diese Sachen nicht zum Verkauf gedacht, aber warum nicht? Aber da die Welt gerade untergeht, ja, warum nicht? So. Ich verkaufe erstmal hier all den ganzen Schrott. Warum eine Zange, die aussieht wie eine Axt, warum kann ich die jetzt nicht verkaufen? Liebes Spiel, was erlaubet ihr euch? So. Ich habe immerhin auch alles angelegt, was ich an nehmen wollte. So. Sonstiges brauche ich die Feder nicht. Eipflanzen brauche ich nicht. Mein Crawler Mandibeln, naja. Ranzunge, was soll das? Oh, Entschuldigung. Hier Werkstoffe hier wie Erze, Diamanten und hier so Schwefel zum Beispiel, die behalte ich alle noch. Bei Kronstöckel behalte ich vorsichtshalber auch nochmal. Verwesene Hirnmasse, ja, die sehe ich im echten Leben überall. Südamerikanische Seite ausnahmsweise auch. Hier Schriftrolle, goldene Innenstatuen, monisches Kleid, das ich eh nicht anziehen kann. Noch was zum Durchspammen zum Kaufen, also 160 starke Heiltränke. Warum eigentlich nicht? Oh, jetzt muss ich hier nochmal ein paar Sachen neu anziehen, weil
aus irgendwelchen Gründen. Was soll's? Ich steige jetzt. Hallo, ich will da runter. Geht den Gang runter. Hallo. Höhle, erhelle dich, danke. Rauschenden Bach. Was ist da denn hier? Ah. Nicht groß ausdiskutieren. Wer mehr auf dem Kasten hat. Wollen sich mir echt noch hier noch welche Viecher in den Weg stellen. So ein bisschen Zeit zu gewinnen, wa? Das bisschen Zeit. Keine Ahnung, was ich damit sagen.